Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir werden heute Prozessaussagen beschaffen. Und zwar erstmal die, die hier um die Ecke sind. So wie die von Nicodemus. Achso, das ist Schäfchen hier. Servus Wächter. Erstmal ab zu Nicodemus. Kann ich mich waschen? Wasche ich. Guten Tag. Nicodemus. Da bist du. Bruder Nicodemus. Gibt es etwas Neues? Der Inquisitor hat verfügt, dass Johanka angeklagt wird. Allerdings darf ich sie verteidigen. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das muss bedeuten, dass er sich noch nicht festgelegt hat. Ja, er kackt das. Ich hole sie da raus. Ich fürchte, das wird nicht leicht werden. Ich glaube nämlich, dass Johanka bei dem Prozess die gleichen Dinge sagen wird, die sie gepredigt hat. Was meinst du denn? Wahrscheinlich. Nun, ich habe über ihre Worte nachgedacht. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ihre Botschaft durchaus aneckt. Hast du schon einmal von den drei Ordnungen gehört? Oder Nein. Drei Säulen? Ja. Nein, habe ich nicht. Dann hör zu. Es heißt, dass jeder Mensch seinen gottgegebenen Platz und Zweck in der Welt hat. Laboratoris, Oratoris oder Bellatoris. Man arbeitet, man betet oder... man kämpft. Das gemeine Volk muss demnach die Früchte der Erde ernten und dem Gesetz Gottes und der Menschen gehorchen. Den Adligen obliegt es, die Menschen und die Kirche zu beschützen und hier auf Erden für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Die Kirche wiederum steht in der Pflicht, für das seelische Wohlergehen aller zu sorgen, indem sie die Erlösung der Seele sicherstellt und den Menschen in schweren Zeiten Trost spendet, damit sie ihre weltlichen Prüfungen meistern und ins Himmelsreich eingehen. Aber was hat das mit Johanka zu tun? Nun, in ihrer ersten Predigt ging es hauptsächlich um die Sorgen des gemeinen Volkes. Und in der zweiten Predigt hat sie den Adel kritisiert. Okay. Ja, das mag sein. Worauf willst du hinaus? Ich fürchte, dass sie als nächstes über die Kirche reden wird, falls sich die Gelegenheit bietet. Und wenn sie dann so wettert wie gegen die Adligen, die Konsequenzen wären fatal. Heinrich... du musst dir das klar machen. Sie sollte vor dem Inquisitor Demut zeigen. Und überdies wäre es das Klügste, reumütig zu sein. Die ist ziemlich stur, aber vielleicht hört sie ja auf dich. Der Inquisitor sagte, dass niemand zu ihr darf. Niemand außer den Männern des Inquisitors. Dir wird schon etwas einfallen. Johankas Schicksal liegt jetzt wohl in deinen Händen. Ich zähle auf dich. Mach's gut. Danke. Kann ich sonst noch was mit dir schnacken? Weil du bist immer noch markiert. Ah ja. Johankas Prozess in Zeugen zugelassen. Wärst du bereit, dich als Gelehrter mit einer überzeugenden Rede für sie stark zu machen? Aber selbstverständlich. Das bin ich Johanka schuldig. Ein solcher Zuspruch könnte viel Gewicht haben. Versuche, mehr Leute dazu zu bewegen. Mach ich. Alles Gute. Gut. Die drei Ordnungen. Ja, okay. Was ist hier noch? Ach, Adela. Mama? Adela, der Inquisitor wird Johanka den Prozess machen. Oh je. Ich hoffe, er spricht sie frei. Ich war am Boden zerstört, als man sie festgenommen hat. Ich suche Leute, die sich für sie stark machen würden. Und dachte da an dich. Ich will da eigentlich nicht hin. Dieser Inquisitor macht mir Angst. Aber ihr zwei habt mir auch geholfen. Daher werde ich mich für sie stark machen. Die Frage ist, was sage ich beim Prozess? Ich bin nur eine einfache Frau. Mit diesen Dingen kenne ich mich nicht aus. Das spielt keine Rolle. Sei einfach du selbst. Das ist vielleicht schwierig. Zu erwähnen, wie viel Gutes sie hier tut und wie sehr sie anderen hilft. Halte dich jedenfalls bereit. Na gut. Tausend Dank. Also sie sollte vielleicht nicht sie selbst sein in ihrem alten Beruf, weil dann wird sie vielleicht anecken, nennen wir es so. Wir sollen ja auch noch mit dem hier Sebastian von Berge da sprechen, ne? Hör mal zu, ich möchte jetzt mal gerne einen aufs Maul hauen, weil du dich an Johanka ranmachst. Und ich schwöre dir, wenn sie deinetwegen auf dem Scheiterhaufen landet, wirst du den Job hier verlieren. Und dein Leben wahrscheinlich auch. Aber naja. Servus. Der ist doch bestimmt wieder so ein Kackstudierzimmer, oder? In das man nicht rein darf, theoretisch. Hallo, setz hin. Danke. Sebastian, mein Freund. Wir haben ein Problem miteinander. Oh, stimmt. Das gibt's ja auch noch. In
In den Sasauer Wäldern fand ich dieses Schriftstück. Vorsicht, es klebt Blut daran. Haben diese Narren sich etwa verflucht nochmal? Bist du dort auf Kumanen gestoßen? Ja, sie sind tot. Wenigstens gibt es auch gute Neuigkeiten. Hier hast du etwas Geld. Es war eigentlich für diese Narren bestimmt, aber offenbar wollten sie 100 Groschen mehr, als sie verdient haben. Ja, Ich brauche deine Hilfe, Herr. Gewiss ist dir nicht entgangen, dass der Inquisitor Johanka festnehmen ließ und sie der Ketzerei bezichtigt. In der Tat. Und es beunruhigt mich. Glücklicherweise gestattet er es mir, sie beim Prozess zu verteidigen. Was? Bist du dem überhaupt gewachsen? Gewiss doch. Es wird gut ausgehen. Vertrau mir. Aber ich brauche dich beim Prozess als Zeugen, um für Johanka auszusagen. Selbstverständlich. Ich werde gewiss nicht untätig herumsitzen. Zumal mich der Bischof bereits angewiesen hat, beim Prozess zu erscheinen. Oh, verstehe. Warte kurz. Tut mir leid, falls ich etwas aufbrausend war. Die Sache macht mich sichtlich nervös. Es ist löblich, dass du sie verteidigen willst. Ich fürchte jedoch, es ist vergebene Liebesmüh. Nichts für ungut, aber ich denke, du wirst beim Prozess nichts bewirken. Der Inquisitor wird ungeachtet dessen entscheiden, was andere sagen. Aber es gibt etwas, das du tun könntest. Oh, was denn? Fliehen. Mit Johanka natürlich. Das ist keine gute Idee. Ich bin mir sicher, dass alles gut ausgeht und Johanka freigesprochen wird. Eine Flucht würde den Verdacht des Inquisitors bestätigen und sie wäre sich ihres Lebens nicht mehr sicher. Das sehe ich anders. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass du auf den Prozess Einfluss nehmen kannst. Wenn Johanka flieht, muss sie in der Tat untertauchen, aber es wird Gras über die Sache wachsen. Wohin sie flieht, ist egal, solange es weit weg von hier ist. Jemand wie sie kann sich überall durchschlagen. Und an einem Ort, wo man sie nicht kennt, ist sie sicher. Vielleicht findet sich ja ein Plätzchen für sie in meinem Lehen. Denk darüber nach. Wie du auch entscheidest, falls Johanka zu Schaden kommt, wirst du mir Rede und Antwort stehen. Ich kann sie gut leiden und sie mich. Ich will nicht, dass ihr etwas zustößt. Hast du das verstanden? Doch sollte die Sache gut ausgehen, werde ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich würde ihm gerne in die Schnauze schlagen, aber gut. Ich werde nicht mit ihr fliehen und schon gar nicht in sein Lehen. Ich muss gleich nochmal kurz weg, aber wir gehen vorher nochmal Richtung Sazon. So. Ich hätte ihm auch gerne gesagt, dass ich Bescheid weiß, aber ich glaube, das ist ihm einfach egal. So, alles Weitere ist unten richtig. Genau. Ja, ich würde sagen, zu Pavel gehe ich gleich und reite ich erstmal nach Sazon. Also, ich reite ja nicht, ich gehe ja eigentlich nur. Ich würde dem Penner gerne seine Hackfresse stopfen. Ich muss sagen, der Bischof ist mir gar nicht so hardcore unsympathisch. Das ist eigentlich ein ganz nettes Kerlchen. Macht hier unsere Arbeit. Gut, ich muss jetzt ganz kurz, wie gesagt, einmal weg. So, da bin ich wieder. Mit wem können wir jetzt hier noch sprechen? Wir können sprechen mit Johanka, mit dem Vogt, mit Pater Fabian und mit Guta. Wir sprechen erstmal mit Gute Miene. So, die ist hier zu Hause. Gute Miene, hör mal zu, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass dein verkackter Mann nicht mehr spielsüchtig ist. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Servus. Und? Wie ist es mit meinem Mann gelaufen? Ja, mit deinem Mann ist super gelaufen. Er hat mich alles verloren. Aha, er hat's wieder getan. Ich nahm ihn mir zur Brust und letzten Endes versprach er mir, nicht mehr zu würfeln. Er gab mir sogar seine Würfel. Klingt vielversprechend. Hab Dank, Heinrich. Hast du ihm das Geld, das er verspielt hat, zurückgegeben? Ja, selbstverständlich. Ich gab es ihm zurück, für seine Stoffeinkäufe. Das ist großartig. Hab Dank, Heinrich. Kein Problem. Ich brauche deine Hilfe. Hast du schon gehört? Der Inquisitor ließ Johanka festnehmen. Natürlich. Jeder in Sasau redet darüber. Außerdem hat sich der Inquisitor über sie erkundigt. Ich möchte dich bitten, beim Prozess auszusagen und dich für Johanka stark zu machen. Ich gehe da nur ungern hin. Aber Johanka und du, ihr habt mir geholfen. Es kann also nicht verkehrt sein, etwas Gutes über sie zu sagen. Ich weiß das zu schätzen, Guter. Du erfährst, wenn es soweit ist. Jutti, dann ab zum nächsten. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal mit Pater Fabian. Eingang von der Kirche ist da, ne?
Ja, darum. Meine Güte, mir kommt gerade die Pizza wieder hoch. Erstmal waschen. Ich würde sagen, danach sprechen wir noch mit dem Vogt. Was denn? Ich muss schon wieder die Mäuse husten. Kann ich hier rein? Nein, okay. Ich finde gut, dass hier einfach tagelang Gräber offen sind. Pater Fabian, hallo. Pater, der Inquisitor ließ Johanka verhaften. Ich weiß, mein Sohn. Es wird zum Prozess kommen. Das ist gut so. Die Sache muss endlich aus der Welt geschafft werden. Und was ist deine Meinung dazu? Wie gesagt, es ist gut, dass man sich dieser Angelegenheit annimmt. Das, was Johanka gepredigt hat, war, gelinde gesagt, verstörend. Niemand weiß, was wirklich in ihrem Kopf vorgeht. Sie hat den Menschen einen Floh ins Ohr gesetzt und sie auf Irrwege geführt. Anstatt in die Kirche zu gehen, suchen sie Johanka auf und denken doch tatsächlich, dass sie bei ihr Trost finden. Dadurch entsteht nur ein Riss zwischen der Kirche und den Menschen, bis sie sich irgendwann vom wahren Glauben abwenden. Und dann geraten sie in einen ketzerischen Sumpf. Johanka ist keine Ketzerin. Sie hat das Herz am rechten Fleck und will für alle nur das Beste. Ich verteidige sie. Wie du meinst. Doch gib Acht, dass du nicht ihrem Irrglauben verfällst. Und vertraue dem Urteilsvermögen des Bischofs. Gewiss. Mach's gut. Oh, ich mag ja, ne? Glaub einfach mal irgendwem und vertraue darauf, dass die Kirche das Richtige macht. Ende. Gut, dann schnacken wir jetzt mit dem, wie heißt denn der, Haschek oder so? Haschisch? Hakesh? Hascheks. Haschek, okay. Bist du Haschek? Nein, du bist der Totengräber, stimmt, ich bin im falschen Haus. Wie auch immer du gerade die Glocke läutest. Servus, Vogt, bist du's? Haschek? Jawohl. Hat die Spende der Stadt geholfen? Oh ja, und nicht nur das. Einige Bürger gedenken nun ebenfalls zu spenden. Ob sie es tun, weil sie ein großes Herz haben oder weil sie etwas für ihr Ansehen tun wollen, spielt für mich keine Rolle. Für mich zählt, dass ich sie nicht zwingen muss, mehr zum Wohle aller zu tun. Zusätzliche Steuern zu verlangen, würde mich als Vogt nicht unbedingt beliebter machen. Nochmals danke, im Namen der ganzen Stadt Sasau. Meister Vogt, Inquisitor Jaroslav wird Johanka den Prozess machen. Ich weiß, er war hier und hat mich befragt. Oh, was wollte er wissen? Dieses und jenes, zum Beispiel, ob die Menschen hier rechtschaffen sind und ob wir die Feiertage einhalten. Dann befragte er mich zu Johanka und wollte wissen, was sie alles predigte und ob ihr die Leute zuhörten. Er sprach auch mit vielen anderen Leuten hier in Sasau. Ich hörte gar, dass Katra, das Weib des Waffenschmieds, ihn zum Essen einlud. Das ist interessant. Ich danke dir. Hat er nur Fragen gestellt oder wollte er auch, dass du beim Prozess aussagst? Ja, darum bat er mich in der Tat. Und das erfüllt mich nicht mit Freude. Aha. Und was wirst du über Johanka sagen? Je nachdem, was man mich fragt. Viel weiß ich ohnehin nicht. Ich kenne Johanka nicht allzu gut. Sie erscheint mir redlich und aufopferungsvoll. Mir ist nichts über Verfehlungen bekannt und es hat nie jemand schlecht über sie geredet. Bis vor kurzem. Es gab wohl Tratsch über sie und Herrn Sebastian. Aber solche Dinge erzählt man sich über viele Frauen hier. Johanka hat selbstlos vielen Menschen hier geholfen. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Mag sein. Und doch sind da ihre Predigten. Sie sorgen für Zwietracht. Die einen schenken Johanka Glauben, die anderen verteufeln sie. Ich weiß selbst nicht, was ich davon halten soll. Und ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Man wird sehen, was der Bischof dazu zu sagen hat. Ich werde ihn nicht bestechen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Auch wenn die Stadt Geld braucht, nein. Hab Dank für deine Offenheit, Meister Vogt. Mach's gut. Dann sprechen wir doch mal mit der Frau vom Waffenschmied, ne? Versuch Johanka davon zu überzeugen, voller Demut zu sprechen. Sprich mit Katra. Bei Katra musste ich erstmal an Katara denken, aber das ist ein anderes Thema. Das gibt's leider auch kein gutes Spiel, ey. Alter, dazu ein gutes Spiel wäre so geil gewesen. Gab ja nur ein, also ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gab, aber ich kenne nur ein Nintendo
Wii- und DS-Spiel war es, glaube ich. Und das war echt so. Nee. Das war nicht so gut. Aber okay. Wir sprechen jetzt erstmal mit Katra. Katra, was hat er dir erzählt über den ganzen Scheiß hier? Guten Tag. Sind wir hier alleine? Katra, Frau des Waffenschmieds. Wir sind hier nicht alleine, aber ich werde trotzdem alles aus dir rausquetschen. Hör mal zu. Du erzählst mir jetzt alles, ja? Ich komme wegen Johanka. Du bist doch ihr Stecher, oder? Was willst du denn? Nein. Wir sind nur befreundet. Matthias ist ihr Stecher. Ach, Gott weiß, wie viele sie hat. Wie ich hörte, hat Bischof Jaroslav bei euch zu Hause gespeist. Ja, na und? Wenn ein ehrbarer Mensch wie Bischof Jaroslav in Sasau weilt, ziemt es sich für gute Bürger, sich gastfreundlich zu zeigen. Was habt ihr denn gegen Johanka? Gar nichts. Die Frage lautet, was sie gegen uns hat. Und, weißt du's? Nein. Sie taucht hier auf und will uns vorschreiben, wie wir leben sollen, weil die heilige Jungfrau ihr nachts etwas zugeflüstert hat. Gewiss doch. Einem einfachen Dorfweib. Ich frage mich, wer sie tatsächlich um den Verstand bringt. Mit ihrem Unfug sorgt sie hier nur für Unruhe. Und zwar vor allem in den Köpfen unserer Männer. Sasau ist ein anständiger Ort und soll es auch bleiben. Wir wollen hier keinen Ärger. All das Gerede über die Hölle und das Weltenende. Gott hab Gnade. Niemand interessiert sich für ihre Botschaft. Es geht nur um das Spektakulum. Sie hätte sich das zweimal überlegen sollen. Dabei wurde sie gewarnt. Okay, also sie ist einfach nur hardcore eifersüchtig. Was meinst du damit? Das, was ich gesagt habe. Sag mir alles, was du weißt. Ich vertrete die Interessen des königlichen Hauptmanns, also rede. Nun gut, ein paar unserer Leute suchten sie auf und machten ihr deutlich, dass sie aufhören soll. Niemand braucht ihre Predigten. Hat sie aufgehört? Nein, der Teufel will, dass sie Unheil über uns bringt. Du hast die Störenfriede geschickt. Ich wollte nur die Bewohner Sasaus vor ihrer giftigen Zunge beschützen. Und ich will es nach wie vor. Der Monsignore wies mich an, beim Prozess auszusagen. Und das werde ich tun. Und ich ebenfalls. Leb wohl. Geh. Okay. Danke für gar nichts oder so? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu dem Buben. Ich möchte alles machen, bevor ich mit ihr rede. Ich möchte erstmal mit allen gesprochen haben, also mit ihmchen hier, weil auf seine, also ich denke, auf ihn können wir auch vertrauen. Er hat Johanka gar nicht alles zu verdanken, aber sie hat ihm schon sehr geholfen, ne? Pavel? Pavel, guter Mann, du bist noch hier. Gott sei Dank. Ich wollte dich nicht verpassen. Ja, ich bin noch hier. Aber nicht mehr lange. Ich musste noch etwas Dringendes erledigen. Aber nun mache ich mich bereit aufzubrechen. Was kann ich für dich tun? Vielleicht hast du mitbekommen, dass der Inquisitor Johanka den Prozess machen wird. Ja, ich habe es gehört. Die Arme. Ich möchte dich bitten, beim Prozess für Johanka auszusagen. Gewiss, Heinrich. Du hast mein Wort. Und das Wort eines redlichen Bürgers aus Kolin hat Gewicht. Aber für jemanden zu sprechen, der der Ketzerei bezichtigt wird, ist heikel. Was soll ich denn sagen? Das, was du mir gesagt hast. Dass es für dich Vorhersehung war, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, als Johanka predigte. Gut. Genau das werde ich dem Bischof sagen. Ich danke dir. Bitte bleib hier, solange der Prozess nicht abgeschlossen ist. Du bekommst Bescheid. Johanka zuliebe werde ich bleiben. Danke. Gut, dann müssten wir jetzt alle haben, richtig? Genau, und versuche Janka davon zu überzeugen, voller Demut zu sprechen. Das halte ich für nicht eine unbedingt gute Idee, aber ich glaube, das sollten wir tun. Ich werde mal eben rüberreiten. Ich meine, die werden uns ja nicht einfach so zu ihr lassen, ne? Danach sollten wir noch mit Nikodemus reden, glaube ich, weil der hat uns ja dazu... Also der hat uns ja gesagt, dass Johanka wahrscheinlich diese drei Sachen da... anpimmeln will. Glaube ich. War das das? Ja, ich meine ja. Gut. Wie kommen wir jetzt zu dem hin?
Servus. Sind sie oben festgehalten? Wird sie hinterm Haus festgehalten? Ah, hier wird sie festgehalten. Okay, servus. Hey, verschwinde. Niemand darf mit Johanka sprechen. Befehl von Bischof Jaroslav. Bischof schickt mich. Ich gebe dir Geld, ich gehe. Der Bischof hätte sicher nichts dagegen, wenn du deine Notdurft verrichtest, oder? Und wenn's eine große Notdurft wäre, würden dir ein paar Groschen winken. Versuch's erst gar nicht. Ich warne dich. Ich habe sehr viel mehr Speech als du. Komm schon. Es würde unter uns bleiben. Johanka ist eine gute Freundin. Sie hat sonst niemanden. Der Inquisitor wird sie bestimmt fortschaffen und dann sehe ich sie nie wieder. Ich will sie nur ein letztes Mal sehen und mich von ihr verabschieden. Was würdest du an meiner Stadt tun? Nun, ich kann dich sehr gut verstehen. Aber den Befehl des Bischofs zu missachten, wäre sehr riskant. Es könnte mich den Kopf kosten. Mhm. Wer sich selbstlos in Gefahr bringt, verdient eine angemessene Belohnung. Ich glaube, das erste Mal, dass wir jemanden bestechen, oder? Ja, komm, aber 300 sollten auch reichen. Nun gut, du darfst passieren, aber beeil dich. Sicher. Danke. Tausend Dank. Ist das gut? Möge Gott mit dir sein. Du machst gar nichts? Johanka, alles in Ordnung? Ja, Heinrich. Mir geht's gut. Freut mich, dich zu sehen. Ich sprach mit dem Inquisitor. Dir wird der Prozess gemacht. Ich weiß. Es liegt nun in Gottes Hand. Tut es nicht. Ich meine, doch, natürlich. Aber ich darf dich beim Prozess verteidigen. Du willst mich verteidigen? Hab Dank, Heinrich. Das ist sehr nett von dir. Aber das musst du nicht. Die Jungfrau wird nicht zulassen, dass mir etwas geschieht. Ich bin ihr Werkzeug und alles liegt in ihrer Macht. Was auch geschehen mag. Es ist ihr heiliger Wille. Ich werde nicht tatenlos zusehen. Du brauchst jemanden, der für dich aussagt. Deswegen verteidige ich dich. Wie du meinst. Vielleicht ist das ja der Wille der heiligen Jungfrau. Dann soll es so sein. Wegen dem Prozess. Ja, der Prozess. Ich werde dafür sorgen, dass Leute für dich aussagen. Bruder Nikodemus denkt jedoch, dass du Dinge sagen wirst, die den Inquisitor erzürnen. Mach das bitte nicht. Rede respektvoll mit ihm, beantworte voller Demut seine Fragen und sag bloß nichts, was ihn verärgern könnte. Und wettere keinesfalls gegen die Kirche und die Pfarrer. Bitte. Ich werde im Sinne der heiligen Jungfrau sprechen. Johanka, bitte. Lass den Inquisitor und die Kirche einfach außen vor. Zeig Reue und gestehe dein Fehlverhalten ein. Dann hast du es hinter dir. Der Inquisitor ist bestimmt kein schlechter Mensch. Gib dich geschlagen, dann wird er dich freilassen. Du auch noch? Dasselbe hat auch schon sein Gehilfe gesagt. Ihr zwei habt euch gegen mich verschworen, nicht wahr? Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich wusste nicht mal, dass er hier war. Vertrau mir, ich möchte dir nur helfen. Du glaubst mir nicht mehr. Habe ich recht? Doch, Johanka, das tue ich. Aber beim Prozess musst du Vernunft und Reue zeigen. Es hängt viel davon ab. Vielleicht sogar dein Leben. Ich weiß zu schätzen, dass du dich um mich sorgst, wirklich. Aber versteh doch, ich kann das Erscheinen und die Botschaft der heiligen Jungfrau nicht verleugnen. Nicht jetzt. Nach allem, was passiert ist. Ich kann nicht. Sie wird sonst Matthias nicht heilen. Nicht nur das Wohl anderer zählt, sondern auch das deine. Oder willst du etwa als Ketzerin verurteilt werden? Damit hilfst du niemandem. Dir nicht und auch nicht Matthias. Ich sagte es bereits. Alles liegt in der Hand der heiligen Jungfrau. Welches Schicksal sie auch für mich vorsieht, ich nehme es an. Sakra, das wird eine Katastrophe. Ich bin nach Uschitze gepilgert. Das ist schön, Heinrich. Ich hoffe, du hast Buße getan. Ich pilgerte, wie du gesagt hattest. Und in der Kirche bat ich die heilige Jungfrau um Vergebung. Ihr Segen ist dir gewiss. Du bist ein guter Mensch. Denk daran, falls du dich wieder zu einer Untat versucht fühlst. Jawohl. Ich habe auch für die Kirche gespendet.
Der Gemeindepfarrer dort, Pater Godwin, fragte übrigens nach dir. Ach ja? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm erzählt, was geschehen ist und was du alles gesagt hast. Ehrlich gesagt hat es ihn ziemlich bewegt. Er gab mir dann sogar Schriften. Siehst du? Möglicherweise ist das ein Zeichen der Jungfrau. Was wollte Bischof Jaroslav von dir wissen? Alles Mögliche. Wie die Jungfrau mir erschienen ist, was sie mir gezeigt hat und warum ich überhaupt predige. Er erschien mir nicht einmal unangenehm. Dann fragte er wegen Scarlets, ob ich zur Messe gehe und viele andere Dinge. Am Ende sagte er, ich dürfe nicht mehr öffentlich über die Erscheinungen und dergleichen reden. Aber ich konnte mich nicht daran halten. Die heilige Jungfrau stellt mich auf die Probe und ich muss tun, was sie mir aufträgt. Komme, was wolle. Davon war er sicherlich nicht begeistert. Nein. Er kam mit seinen Männern, bat die Leute zu gehen und ließ mich schließlich hier einsperren. Ja, das mit dem Fliehen werde ich gar nicht erst anfangen. Okay, wir haben die Aufgabe gekriegt, zurück zu Nikodemus zu gehen, also das, was ich erwartet habe. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Der Part ist schon maximal überzogen. Upsi. Das ist für mich jetzt auch die letzte Aufnahme des Tages, glaube ich. Ich habe schon einen mehr aufgenommen, als ich wollte. Zum Glück habe ich die Woche etwas mehr Zeit und kann mehr aufnehmen. Dementsprechend sollte das passen. Gut. Wie gesagt, beim nächsten Mal reden wir mit Nikodemus und dann wahrscheinlich lassen wir den Prozess beginnen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier nachher ein schönes Feuerchen lodern wird. Und ich mag Johanka eigentlich ganz gerne, auch wenn sie mir ein bisschen auf Eier gehen mit ihrem verkackten Rumprophezeien. Ich bin jetzt nicht so der allergläubigste Bube. Aber okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!